Ihr plant einen Ausflug ins Berchtesgadener Land und wollt den Königssee, einen der schönsten Seen in Deutschland, besuchen, dann könnte dieser Stellplatztipp für euch interessant sein. In Bayern, in der Ortschaft Schönau, genauer gesagt in Unterschönau, direkt am Königssee, befindet sich ein großer Parkplatz für Wohnmobile, der eine ideale Ausgangslage für einen Besuch des beliebten Sees ist. Der gebührenpflichtige Stellplatz ist auf geschottertem Untergrund angelegt und kann teilweise uneben sein. Die einzelnen Plätze sind nicht parzelliert oder nummeriert. Da es sich um einen großen Parkplatz handelt, auf dem das Übernachten für maximal 2 Tage gestattet ist, verhaltet euch entsprechend, indem ihr Platz für andere Fahrzeuge lasst und nicht eure Vorzelte, Markisen oder sonstiges ausbreitet. Gerade in der Hauptsaison kann es hier sehr voll sein. Wir freuen uns immer, wenn Gemeinden Plätze wie diese an Hotspots anbieten, die dann eine günstige Alternative zu Campingplätzen darstellen. Erwähnt sein sollte auch, dass direkt am Stellplatz die Königsseer Ache verläuft und es sich hierbei um einen sehr lauten Fluss handelt. Euer Parkticket zieht ihr am Automaten. Bezahlen könnt ihr mit Münzgeld oder mit Karte. Ihr könnt ein Ticket für 8 Stunden oder für 24 Stunden ziehen. Der Aufenthalt ist maximal 2 Tage geduldet. Am Stellplatz findet ihr 2 Fähr- und Entsorgungsstationen. Euer Grauwasser könnt ihr bequem über einen Bodeneinlass ablassen. Für die Entsorgung eurer Kassettentoilette steht euch ein Camperclean bereit, den ihr gegen Gebühr nutzen könnt. Frischwasser kann an einen der 2 Säulen bezogen werden. Die Säulen aktiviert ihr mit eurer EC-Karte. Vom Stellplatz aus gelangt ihr in wenigen Gehminuten zum Königssee und den vielen kleinen Geschäften und Restaurants. Wir empfehlen eine Bootsfahrt, aber auch zu Fuß könnt ihr vor Ort einiges unternehmen. Das Wanderwegenetz ist gut ausgebaut. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr im Berchtesgadener Land noch empfehlen könnt und ob ihr schon am Königssee wart. Hinterlasst auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert unseren Kanal, um über weitere Videos informiert zu werden.